Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Skate 3. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier alles so funktioniert, denn ich habe momentan... Okay, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ich habe meinen Rechner neu aufgesetzt. Und zwar habe ich jetzt Windows 10. Ich habe momentan keine Render-Software. Ich benutze ja sonst immer... Movie Studio heißt das, glaube ich. Ist so ein abgespecktes Vegas. Und jetzt nehme ich das Ganze über die Elgato-Software auf und hoffe, dass das alles funktioniert. Also synchron für die ersten paar Sekunden ist es. Ich hoffe, dass es von der Lautstärke her passt. Also ihr werdet auf jeden Fall wahrscheinlich einen Qualitätsunterschied feststellen. Und wahrscheinlich auch einen Lautstärkeunterschied, falls ihr das in der, in der Playlist anguckt. Ich habe jetzt eben gerade auch mal probiert, da unten über dieses Ding drüber zu springen, was wir beim letzten Mal nicht hingekriegt haben. Ich spiele jetzt momentan auf dem Schwierigkeitsgrad einfach. Weil es einfacher ist. Ich habe es auch geschafft. Ich hoffe, ich werde das wieder so hinkriegen, wie ich es gemacht habe. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was hier jetzt so dran kam. Hoffentlich kriegen wir das einfach irgendwie hin. Tausend Punkte Grind. Mann. Okay. Weil der Vorteil bei der Elgato-Software, da kann ich selbst im Programm noch mal irgendwie schneiden. Das heißt also, wenn ich irgendwas rausschneiden will, dann kann ich das da noch tun, was ich bei OBS nicht kann. Ich wollte eigentlich erst über OBS aufnehmen, weil mir das ein bisschen sympathischer ist. Ich vertraue dem Elgato-Ding da nicht so, weil ich das halt noch nie benutzt habe. Footplant auf einer Hupe. Kann sein, dass wir es gleich nochmal machen müssen. Darkslide. Blunt-Slide, das war scheiße. Oh. Nein! War das... Das ist auch scheiße, das war ein Hausplan. Weil das ist ganz gut hier unten dafür. Glaube ich. Hab ich das denn gemacht? Da war jetzt keiner dabei. Einfach mal alles irgendwie ausprobieren. Keine Ahnung, wir machen erstmal was anderes. Da haben wir es doch. Gap über das mittlere Manipad. Hätte ich da was machen müssen gerade. Ja, und zwar habe ich das von hier gemacht. So, da vorne. Das ist jetzt mal hier im Marker. So, und dann bin ich hier gelaufen, gerannt. Ja, das sah jetzt nicht so geil aus irgendwie. Sehr schön, es hat funktioniert. Es war nicht genau da, wo er es haben wollte, aber es hat funktioniert direkt beim ersten Mal. Okay. Landslide.
Ich muss da irgendwie drüber kommen. Noch 1,40 Zeit. Ist jetzt unpraktisch, dass wir nicht auf dem Board stehen. Ah! Wie? Warum? Das ist jetzt aber doof. Und war das kein Nosblond? Ach komm schon, ey. Okay, das kriegen wir hier, glaube ich, nicht hin bei dem Versuch. Nee, machen wir nochmal, aber jetzt wissen wir schon mal wieder, was wir alles machen müssen. Ich plack. Vor allem hier diese Stufen, die nerven extremst. Wer hat die da hingebaut? Warum? Ich fange nochmal von neu an. Ich hoffe mal, dass das alles synchron bleibt. Hier die Aufgabe wollte ich heute schon gern schaffen. Warum macht sie Faxen? Warum ist hier ein Marker? Ach so. Wahrscheinlich spackt der Controller. Deswegen hat sie wahrscheinlich auch Faxen gemacht. Nenne ich mal einen Grind. Ja. Hallo? Ach, scheiße, ich darf doch nicht. Ach. Okay. Dark Side kriegen wir auch noch hin. Fotze. Ach komm, ey. Was ist denn da los mit der Dame? Ich spiele hier auf einfach und ich werde von den Raids nicht angezogen. Ich habe einen Landslide gemacht, oder nicht? Bin verwirrt.
Warum läuft das jetzt nicht so gut wie vorhin? Okay, sie hat irgendeine Aufgabe. Darkslide, Blondslide. Junge, warum drehst du das so spät? Ich krieg hier echt einen Affen. Ja. Wir haben es geschafft. Oh Gottes Willen. Okay. Ich muss jetzt natürlich auch gucken, dass ich ungefähr 15 Minuten aufnehme. Oh, okay. Ach, ich wollte auch eigentlich geguckt haben wegen den Spots. Wir gehen jetzt erstmal hier in das komische Gebäude rein. Gucken, ob da vielleicht noch ein Spot ist. Ja, da ist nämlich einer. Okay. Okay. So, was haben wir denn hier? Oh, von dem Spot habe ich schon gehört. Den checken wir aus. Ja, den checken wir mal aus. Und dann kümmern wir uns danach, wenn wir es vielleicht irgendwann geschafft haben, kümmern wir uns noch um das Gezumpel hier. Also diese obere... das Grundstück oder wie das... Das ist auch eine blöde Stelle. Kann man hier runter? Das ist aber auch blöd. Mach mal hier so. Sonst machst du das doch immer. Machen wir es so. Und droppen wir da rein. Also mein Ziel ist es eigentlich, auf das Rail zu kommen. Ich habe es auf jeden Fall geschafft. Aber gerne auch mit Board unter den Füßen. Was ist denn, wenn ich nicht abspringe? Das geht. Nein, das wäre es gewesen. Da wäre es gewesen. Ich springe jetzt irgendwie trotzdem ab, aber irgendwie funktioniert es. Weiten Schmarrn. Aber man sieht, ohne Abspringen landet Madame sehr gerne da. Sie darf auf jeden Fall nicht sliden. Nee, das war nicht so gut. Nee. Moment. Wir gehen hier mal auf normal wieder. Ach komm schon. Ich habe jetzt gedacht, dass das mal jetzt abgeschlossen wäre. Nur gerockt. Jetzt ist bestimmt 1200 oder so ist Kill, ne?
gerne möchte ich hier nochmal hin. Natürlich. Ach komm, jetzt hör doch mal auf, da drauf zu springen. Das ist natürlich jetzt auch noch so ein Ding. Das können wir auch. Ach komm schon. So reinpumpen. Damit wir da ein bisschen mehr Speed haben. Ah, schön. Aber der war auch gar nicht so schlecht, oder? Können wir uns den nochmal angucken? Okay, dann, wenn ich hiermit die Aufnahme.